Direkt aus dem Stadtzentrum von Briançon geht es erneut in die Berge hinauf. Wir hatten uns zunächst auf eine Erleichterung des Anstiegs gefreut, doch die Seilbahn hat ihren Sommerbetrieb bereits eingestellt. Aber der Weg ist abwechslungsreich und von den kleinen Dörfern am Hang eröffnen sich wunderbare Blicke auf die Festungsstadt im Tal. Durch schönen Nadelwald kommen wir zu einer Aussichtskanzel hoch über dem Tal der Durance. Dann dringen wir in ein einsames Hochtal ein, wo wir einen herrlichen Zeltplatz finden. Die nächste Etappe bringt uns ins Herz des Massif des Écrins und in die Nähe seiner größten Gletscher. Über weite Wiesenflächen, die an die schottischen Highlands erinnern, führt der Pfad zu einem Pass hinauf. Von hier blicken wir auf den fast 4000 Meter hohen Gipfel des Mont Pelvoux mit seinen steilen Eisfeldern. Lange Zeit gab er der Berggruppe seinen Namen, bis sich mit Gründung des Écrins Nationalparks die neue Bezeichnung durchsetzte. Eine lange und teilweise etwas kniffelige Hangpassage führt uns zurück auf den GR54. Auf dem Fernwanderweg geht es im Vallon de Chambrun mit dem kleinen Weiler gleichen Namens talwärts. Aber vor der Einmündung in die weite Tallandschaft des Valoise zweigen wir in ein dicht bewaldetes Seitental ab, das direkt in Richtung des Mont Pelvoux verläuft. An seinem Ende liegt das kleine Ferien- und Kletterzentrum Elle Froide. Noch eine Höhenstufe darüber erreichen wir am Ende eines langen Wandertages das urige Chalet Près de Madame Karl. Hier quartieren wir uns für 2 Nächte ein. Eine wunderbare Tagestour führt zum größten Gletscher des Écrins-Massivs, dem Glacier Blanc mit seinem eindrucksvollen Eisfall.
Mit kleinem Rucksack sind die leichten Kletterstellen ein Kinderspiel. Und so erreichen wir bald das beliebte Refuge du Glacier Blanc. Noch umfassender wird die Aussicht auf den strahlend weißen Eisstrom, wenn man weiter auf die Seitenmoräne hinaufsteigt. Der Weg über den spaltenreichen Gletscher ist jedoch gut ausgerüsteten und erfahrenen Alpinisten vorbehalten. Beim Abstieg blickt man auf die Schwemmlandebene, die die langsam im Rückzug befindlichen Gletscher hinterlassen haben. An ihrem Rand steht unsere Unterkunft. In der Nähe endet noch ein zweiter großer Gletscher, den man auf den ersten Blick gar nicht als solchen erkennt. Auf der steilen Seitenmoräne des Glacier Noir kann man hoch über dem mit Gesteinsschutt bedeckten Eisstrom in ein wildes Tal hineinwandern. Abends sitzen wir am Ende des beeindruckenden Ausflugs mit belgischen Bergsteigern zusammen und lassen uns das Abendessen schmecken. Die Fortsetzung unserer Rundtour führt uns durch das Tal von Valouise in die wilde Bergwelt südlich der zentralen Gipfel des Écrins-Massivs. Zunächst wandern wir wieder hinab nach Elfroide, wo die kurze sommerliche Feriensaison bereits dem Ende entgegengeht. Vor uns liegt nun das Tal von Valouise mit seinen kleinen Dörfern. In einem gut ausgestatteten Supermarkt füllen wir unseren Proviant auf. Haben wir auch nichts vergessen? Denn hier ist die letzte Einkaufsmöglichkeit für die nächsten Tage. In Valouise, dem Hauptort des Tales, werfen wir einen Blick in die schöne Kirche am Dorfplatz.
Der Weg in den Felskessel von Entre-les-Aigues verläuft leider lange Zeit auf dem Asphalt einer schmalen Bergstraße. Dann führt der GR54 jedoch wieder auf guten Bergpfaden in ein stilles Hochtal. Eine bizarre Raupe erscheint uns wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Wir erreichen die erstaunlich gut eingerichtete Selbstversorgerhütte der Cabane du Jalacroix. Sie ist perfekt für zwei Personen. Ansonsten würde es in dem kleinen Raum neben der Unterkunft des Schäfers schon sehr eng. Aber wir sind an diesem Abend die einzigen Gäste und genießen den unerwarteten Komfort.